Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch einen Spiele- und auch Multimedia-Test auf und mit dem Samsung Galaxy A3 aus dem Jahre 2016 zeigen. Das hier ist das neueste Mittelklasse-Smartphone von Samsung Electronics, kommt diese Woche, beziehungsweise einige Händler haben es schon vergangene Woche gelistet, für 329 Euro in den Handel. Und entgegen den anderen Spieletests, die ich bisher mit den Smartphones durchgeführt habe, werde ich diesen Test in zwei Bereiche untergliedern. Zum einen werde ich euch in diesem Video nur zwei Spiele zeigen, nämlich Spider-Man Unlimited und Asphalt 8. Ich werde dazu natürlich auch ein paar Worte zu den technischen Daten los, was im Samsung Galaxy A3 verbaut wurde. Auf der anderen Seite, und das betrifft den Multimedia-Bereich, werde ich auf die smartphone-eigene Musikanwendung eingehen und auf die Lautsprecherpositionierung und werde euch am Ende des Videos ein, zwei Tracks vorspielen, damit ihr euch mal einen Eindruck von dem Lautsprecher machen könnt, sowohl vom Klangbild als natürlich von der Lautstärke an sich. Dabei wird es aber keine Hits hageln, das heißt, ich muss natürlich lizenzfreie Musik nehmen, die ich auf YouTube gefunden habe. Dementsprechend sind es nicht die geilsten Titel, aber nichtsdestotrotz werdet ihr natürlich auch einen gewissen Eindruck bekommen, was das Teil so auf dem Kasten hat. Lasst uns ganz einfach mit dem Spieletest anfangen und ich zeige euch mal, dass ich hier noch etliche Anwendungen im Hintergrund geöffnet habe und das lasse ich auch genau so, denn wer von euch schließt auch alle Anwendungen, bevor er anfängt zu spielen? Das sind meiner Meinung nach eher die wenigsten. Deswegen habe ich jetzt hier ein Setup, wie es wahrscheinlich die meisten von euch verwenden werden. Ich starte mal mit Spider-Man Unlimited. Ein relativ einfaches Spiel, zumindest für die Prozessoren oder für den Prozessor hier im Samsung Galaxy A3. Und wenn ich von Prozessor spreche, dann sprechen wir hier von einem Samsung Exynos 7578. Ist ein Quad-Core-Prozessor, bedeutet mit 4 Kernen, taktet mit maximal 1,5 GHz. Wir haben dann noch 1,5 GB Arbeitsspeicher an Bord. Und der interne Speicher beläuft sich hier beim Samsung Galaxy A3 auf 16 GB. Als Grafikprozessor kommt eine Mali T720 GPU zum Einsatz, genauso wie auf dem etwas größeren Bruder, dem Galaxy A5. Das heißt, dahingehend sind diese Smartphones gleich. Lediglich der Prozessor ist beim Galaxy A5 etwas anders, denn da sprechen wir von einem Octa-Core-Prozessor, während wir hier eben, wie gesagt, von einem Quad-Core sprechen. Jetzt muss ich mal hier durchgehen. Ihr seht es, ich muss hier erstmal einige Spideys ändern, dann auf Start gehen und ich versuche einfach mal den Level zu starten und wir schauen uns einfach mal an, wie die Spiele-Performance auf dem Samsung Galaxy A3 und Spider-Man Unlimited ist. Also Links-Rechts-Bewegungen funktionieren einwandfrei und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte bisher kein Smartphone, egal von welchem Hersteller, in der Hand, der dieses Spiel hier nicht gemeistert hat. Von daher seht ihr, dass auch das hier auf dem Samsung Galaxy A3 wirklich absolut flüssig läuft und es hier überhaupt keinen Grund zur Kritik gibt. Ich muss hier diese verschiedenen Ampullen einsammeln und ihr seht es auch schon, das war eine relativ kurze Mission und die ist auch schon damit erfüllt. Aber generell reicht dieser Spieleindruck eigentlich aus, um euch zu zeigen, dass solche Spiele von der Performance her wie Spider-Man Unlimited durchaus problemlos natürlich auf dem Galaxy A3 laufen. Und auch die Ladegeschwindigkeit des Spieles war doch außerordentlich schnell. Ich gehe in das nächste Spiel und das fordert den Prozessor und auch die Grafikeinheit um einiges mehr, nämlich Asphalt 8 Airborne. Kennen die meisten von euch, ist ein Rennspiel, gibt immer wieder mal etliche Updates von dem Spiel und wir schauen uns zuerst hier in diesem Spiel an, auf was die Grafikeinstellungen durch das Spiel gesetzt wurden. Dazu geht hier oben auf diesen kleinen Kreis, auf dieses Zahnrädchen. Damit kommt ihr in die Einstellung, wenn es dann mal funktioniert. Aber ihr seht auch hier, die Ladegeschwindigkeit war auch hier durchaus schnell. Ich gehe auf Sound und Optik und ich sehe im unteren rechten Bereich, dass die Spiele-Performance, die Grafikqualität auf das Höchste eingestellt wurde, nämlich auf Hoch. Und dementsprechend entscheidet das Spiel schon darüber, okay, kann ich mit dem Galaxy A3 wirklich hier hochwertige oder detailreiche Spiele zocken? Und ja, das funktioniert, so wie es hier ausschaut. Und ich wähle einfach mal Tokio als meine Stadt aus, gehe ganz schnell auf Weiter und sage Rennen starten. Und ihr seht auch diese Zwischensequenzen, während ich hier so einige Details abgefragt werde oder gefragt werde, die sind doch relativ schnell erledigt. Von daher gibt es auch dahingehend keine Probleme. Das Spiel wird jetzt noch letztendlich geladen.
Und es geht auch schon los, ein kurzes Intro, und wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze hier so aussieht. Ich habe natürlich schon mal im Vorfeld mit dem Galaxy A3 gespielt und konnte dahingehend überhaupt keine Probleme feststellen. Also weder Ruckler, man sieht hier alle grafischen Effekte, man sieht Dreck auf den Windschutzscheiben, man sieht Wassertropfen fallen. Dahingehend ist das natürlich genauso wie bei leistungsstärkeren Smartphones, und hier gibt es wirklich überhaupt keine Probleme, Asphalt 8 Airborne auf dem Galaxy A3 zum Laufen zu bringen. Was ich allerdings auch festgestellt habe, ist die Tatsache, dass hier in der rechten Seite, also dort, wo sich auch der Home-Button befindet, die touch-sensitiven Tasten sind. Und da kann es natürlich zu einem Problem kommen, denn wenn ihr jetzt hier neben das Display fasst, dann sieht es nämlich so aus, dass ihr diese Tasten berührt und ihr dann vielleicht in das Multitasking-Menü hineinspringt und dementsprechend dann das Spiel beendet wird, was natürlich etwas schade wäre, beziehungsweise das Spiel wird dann pausiert. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das heißt, wenn ihr rechts von dem Display auf diese Taste kommt, auf den sogenannten Task Manager, dann seht ihr, wird das Spiel beendet und ihr müsst wieder neu in dem Spiel anfangen und das Spiel fortsetzen und starten. Das ist aber auch, wie ihr sehen könnt, ohne Zeitverzögerung möglich, also auch ohne Probleme. Von daher ist die Performance hier auf dem Galaxy A3 durchaus akzeptabel. Ich spüre eine leichte Wärmeentwicklung auf der Rückseite im Bereich der Kamera, aber ansonsten ist das wirklich absolut zufriedenstellend, was die Performance hier angeht. Das Display löst übrigens mit High Definition auf, das heißt kein Full HD, sondern lediglich 720p mit 1280 x 720 Pixel, reicht aber dennoch aus, um die Inhalte relativ scharf darzustellen. Also ich kann hier wirklich nur bei genauerem Hinschauen einzelne Pixel erkennen, ansonsten ist auch die Grafikqualität absolut in Ordnung. Von daher beende ich mal an dieser Stelle den Test, und ihr seht, auch Asphalt 8 Airborne läuft hier ohne Probleme. Ich springe mal raus und gehe in den zweiten Teil, nämlich die Multimedia-Anwendung bzw. die Musik-App auf dem Samsung Galaxy A3. Entschuldigung, und da mache ich mal einen ganz kurzen Rundgang. Das ist die musikeigene Anwendung bzw. die Galaxy A3 eigene Anwendung, die sich ganz einfach Musik nennt, und ich mache mal einen ganz kurzen Rundgang. Im oberen linken Bereich findet ihr momentan Alben, das heißt, ich werde oder bekomme hier alle Alben angezeigt, die momentan auf dem Smartphone abgelegt sind. Ihr könnt genauso gut Wiedergabelisten anlegen, ihr könnt euch alle Titel anzeigen lassen, Interpreten, Genres, Ordner oder auch die Komponisten, und dementsprechend wird natürlich das Aussehen dann hier auf dem Display geändert. Ich gehe mal und bleibe auf Alben. Im unteren Bereich seht ihr gerade meine Navigationsleiste zum Starten, Pausieren und auch zum Skippen von irgendwelchen Titeln. Und im oberen rechten Bereich habe ich noch eine Suche, die natürlich alle Titel durchsucht, die auf dem Smartphone hinterlegt sind. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, in die Einstellungen zu springen, was ich hiermit mal mache, und festzulegen, okay, wie soll die Wiedergabegeschwindigkeit sein? Soll die Musik automatisch ausgeschaltet bzw. deaktiviert werden, wenn das Display an- oder ausgeht oder nach einer bestimmten Uhrzeit? Das ist hier möglich. Wenn ich dann hier wieder zurückgehe und gehe auf Sound Alive, habe ich die Möglichkeit, Equalizer-Einstellungen vorzunehmen. Unter anderem vordefinierte Setups über Normal, Auto, Pop, Classic, Jazz, Rock und benutzerdefiniert. Wobei benutzerdefiniert natürlich klar ist, dass ihr hier verschiedene Settings anwenden könnt. Etwas mehr Bass in dem Frequenzbereich, die Mitten nehme ich etwas raus, etwas mehr Höhen. Das wäre also benutzerdefiniert. Ihr habt hier also wirklich einen Equalizer an Bord, über den ihr auswählen könnt, okay, wie soll die Musikwiedergabe letztendlich auf dem Smartphone stattfinden. Zu guter Letzt habt ihr aber auch noch so zwei große Schieberegler, wo ihr sagen könnt, okay, ich möchte eher mehr Bass haben. Oder ich möchte eher mehr die Höhen betonen oder eben mehr die Instrumente und die Vocals, also den Gesang, die Stimme. Das hier habt ihr hierüber möglich. Wobei ich aber auch natürlich sagen muss, das hängt natürlich auch ganz von dem Lautsprecher ab. Ihr dürft jetzt nicht so viel erwarten, wenn ihr bei den Equalizer-Einstellungen mal von Automatik auf Pop, Classic oder Jazz und Rock springt. Das eine wird etwas dumpfer, das andere leicht basshaltiger. Man merkt im Klang schon einige Unterschiede. Letztendlich ist es aber so, dass man nicht sagen kann, okay, in diesem Setup passt es mir am besten und sieht natürlich oder hört sich am besten
natürlich auch an. Ich gehe jetzt mal hier in dieses Album und das sind Titel von YouTube, die ich frei nutzen kann. Wie gesagt, nichts Besonderes. Und wähle einfach mal hier den zweiten aus. Ich sehe das jetzt hier unten, der Titel läuft, weil ich jetzt die Möglichkeit habe zu pausieren. Und das ist eben jetzt das Fenster, wenn ich eben einen entsprechenden Titel mir anhören möchte. Ganz links besteht noch die Möglichkeit zu sagen, okay, diesen Titel finde ich absolut geil. Ich markiere ihn als Favorite mit einem Stern. In der Mitte habt ihr die Möglichkeit, den sogenannten Adapt Sound einzuschalten. Das funktioniert aber nur, wenn ihr Kopfhörer angeschlossen habt, beziehungsweise hier unten die 3,5 mm Klinkenbuchse mit einem Kabel bestückt. Dann habt ihr die Möglichkeit, den sogenannten Adapt Sound auszuwählen und weiterführende Einstellungen vorzunehmen. Auf der rechten Seite habe ich dann noch den Schieberegler für die Lautstärke. Im unteren Bereich kann ich Zufallsauswahl oder Zufallswiedergabe auf Aus- und Einstellen und auf der rechten Seite alle Titel wiederholen oder diesen Titel wiederholen bzw. die Wiederholung wieder komplett deaktivieren. Pause in der Mitte, Vor- und Zurückskippen ist natürlich selbsterklärend. Kommen wir nun zum Lautsprecher. Wo sitzt dieser beim Galaxy A3? Und zwar auf der Unterseite. Ihr seht hier diese vielen kleinen Bohrungen. Da ist der Lautsprecher. Wir haben hier einen Monolautsprecher, keinen Stereolautsprecher. Und die Klangwiedergabe ist meiner Meinung nach in Ordnung. Der Lautsprecher ist auch ausreichend laut. Man darf natürlich keinen riesengroßen Bass erwarten, aber für die Wiedergabe im Bad, morgens beim Zähneputzen oder dergleichen ist es doch durchaus zufriedenstellend. Ich werde jetzt einmal zwei Titel abspielen, werde die Lautstärke hochdrehen. Das Mikrofon, was aufnimmt, befindet sich übrigens hier ungefähr 20 cm entfernt, also hier in dem Bereich. Ihr könnt noch meinen Finger sehen. Von daher könnt ihr ungefähr sehen, wie die Musikwiedergabe ist. Ich drehe das mal hoch. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare, Feedback und auch Kritik freuen. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.